Moin und herzlich willkommen wieder zurück zum Let's Play FIFA 12. Nun ging Unterhaching auswärts. Deren spielerische Leistung weiß ich jetzt nicht. Na, Sieg, Sieg, Unentschieden. Deutet darauf hin, dass sie dicht auf unseren Fersen sind. Nach 4 Spieltagen, glaube ich, oder so. Könnte genau. 4, ja. Müsste es eigentlich sein. Was ist der 5. jetzt? Haben wir noch keine Niederlage kassiert, haben insgesamt 6 Tore geschossen und kein Gegentor kassiert. Aus meiner Sicht eine beachtliche Leistung. Was ich hier mit Oberhausen noch ungefähr noch gerade so hinkriege. Und auf jeden Fall gegen Unterhaching will ich wirklich 1-0 Sieg reicht mir hier wirklich. Gegen Stuttgart 2 war es ja so, da hätte ich echt hoch gewinnen können müssen. Wollte auch so. Aber es war nicht so. In Unterhaching könnten wir aber auch verlieren. Die sind nämlich ziemlich stark. Ich hoffe jedoch, dass es nicht so weit kommen wird. Dass wir nicht 1-0 oder 2-0 hinten liegen in der ersten Halbzeit. Beziehungsweise überhaupt hinten liegen. Ich glaube nicht, dass ich das gegen die aufholen werde. Zumal weil meine Toranzahl ziemlich beschränkt ist. Und vom spielerischen, naja, geht besser, wa? Na! Terenova! Komm! Ey, schon wieder so eine Chance, die eigentlich hätte drin sein müssen, aus meiner Sicht wieder. Aber nein, wir machen sie wieder nicht. Der SC führt 1-0 gegen den VfL. Haben die nicht schon mal gegeneinander gespielt? Oh, gefällt mir nicht. Ja, kann man mal sehen, du. Die können es auch. Die können auch Fußball spielen. Ja, komm, hast noch, hast noch. Und jetzt, oh, verdammt! Du stehst im Abseits, mein Freund. Du standst im Abseits, mein Freund, namens Terranova. Mike Terranova. Ja, abseits, ich weiß, ich weiß. Oh. Ey, Leute, ihr habt gesehen, dass es nie wirklich klappt mit meinen Freistößen. Also von daher lassen wir das und gehen direkt über zum nubigen Teil. Und zwar wie ohne Ecke. Oder auch nicht. Ey, noch nicht meine Ecke haben wir heute. Scheiße. Oh, bitte haben wir. Der Renault war am Ball. Schießling, lässt sich Zeit, lass dich Zeit, das ist scheiße. Ah, komm. Hätten wir durch rushen können. Na los. Hinterher. Foul von Unterhain, ja. Eigentlich hätte ich Freistoß bekommen müssen. Aber nein, ich kriege ja keinen. Bitte, boah! Bitte vom Fuß und an, wollte ich sagen, Tor. Wieder nicht. Ich wollte schon aufschreien, ey. Ich hab den Ball und dann wäre eine Torchance wieder gekommen. Aber nein, das sollte ja nicht so sein. Wie machen wir das? Hey! Irgendwie. Leute, scheint es mit Oberhausen in der ersten Halbzeit nie zu fruchten. Ich werde demnächst eine neue Aufstellung mal probieren, mal gucken, ob das irgendwie was ändern kann. Denn irgendwie kriege ich bei der zweiten Halbzeit erst die Tore hin, wenn alle erschöpft sind.
Warum lässt der nicht einmal ruhig? Komm, der Ball, komm. Jetzt hier. Scheiße. Nein! Egal, es wäre eh kein Tor gewesen. Wir können auch jetzt schon anfangen, hier mit einer neuen Formation zu spielen, einer offensiveren. Da ich ja bisher noch gar kein Gegentor bekommen habe, können wir es ja mal so machen, oder? So, so, so. Machen wir so. Da wir wirklich noch gar kein Gegentor irgendwie kassiert haben, machen wir es ja, wie gesagt, so. Terreno war nicht in die Mitte, ja schnell. Wem bringen wir? Wir könnten, ja, so. Dann lassen wir das jetzt erstmal so. Mal gucken, wie wir das jetzt zerreißen können, ne? Mit einer neuen Ausstellung sollte es eigentlich mal ein bisschen besser laufen oder vielleicht auch ganz schlecht, je nachdem. Wie wir sie... Oh! Entweder war das jetzt extrem Luck. Was? Das ist kein Tor! Entweder war es am Anfang extrem Luck oder es hilft wirklich eine neue Aufstellung aufzuziehen. Wenn jetzt ich, wenn ich jetzt noch sofort wieder auf Ansatz einen neuen Angriff kriege, also jetzt dieser Ballverlust ist Pustekuchen. Ja. Oh. Nochmal und dann hasst sich statt. Ey, gegen Unterachen kriegen wir auch kein Tor rein. Also. Finde ich gut. Aber wir schießen auch gar kein Tor gegen Unterachen. Das ist wiederum schlecht. Und wenn ich wieder auf die Uhr gucke, ist das wieder so die Standardzeit, wo wir jetzt gleich ein Tor schießen werden. Warum passt du? Ich wollte mal schießen. Oh, der kam an. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Oh. Ha! Gerade noch mal Glück gehabt eigentlich. Dabei hätte es auch ein bisschen anders ausgehen können. Nur ein bisschen. Warum fault er den jetzt? In dem Moment, den brauchte, bräuchte ich jetzt. Komm! Komm, komm, noch mal! Alter. Distanzschuss jetzt reicht. Verdammt. Verdammter Kuchen. Zack. Oh. Rot. Gelb. Komm. Ja. Noch gelb bekommen. Ha. Und der Altarringer sieht auch noch hier. Die gelbe Karte. Verdammt. Oh, schwarzer Himmel. Ja, auch noch nicht gesehen, oh. Schwarzer Himmel, oh. Habt ihr es gesehen bei der Auswechslung? Einen schwarzen Himmel haben wir. Das heißt, es ist ein schwarzer Tag für Oberhelsen und mir. Da wir kein Tor schießen werden, aber vielleicht eins kassieren. Komm, jetzt musst du aber raus, Rasic. Tirnova runter, Elmann. Entschuldigung. Weichheit kommt für Abel und dann naht sich das jetzt. Komm, komm, ja. Fuck! Ja, wo... Ah, verdammt. Ich dachte, jetzt macht er irgendwie so einen Fallrückzieher, weil er alleine da stand und dann ging er rein. War aber nicht so. Is not possible. Is not possible. Ha! Haben wir noch, haben wir noch, haben wir noch, haben wir noch! Ha! Wie geil ist das denn? Kriegen wir den wirklich noch? Oh. Das ist nicht mehr geil. Das ist scheiße. Nein! Nein! Ist nicht wahr. Ist echt nicht wahr. Der trifft. Der trifft. Verdammt.
Verdammte Scheiße. Jetzt noch ein Ausgleich und das ist wichtig. Ja, ein bisschen mehr Zeit rausholen. Irgendwie ist irgendwas mit Sound anders. Habe ich das Gefühl. Ob es bei euch auch so ist, weiß ich nicht. Schließing. Solo. Ja, und jetzt hier. Zack. Nein. Ah, oh, das wäre schön gewesen, wäre da reingegangen. Scheiße, scheiße, scheiße. Gegen Unterachim gingen wir so spät hinten. Komm. Schießen! Oh, ist nicht wahr. Hier wird schlecht, du. Hier wird wirklich schlecht, ey. Das ist nicht wahr. Warum zum Teufel? Beantworte mir die Frage. Warum krieg ich die geilen Chancen nicht rein? Aber die, so eine beschissene Aktion. Einfach mal aus der... Ui! 90. Minute. Machen wir's. Da machen wir's. Ausgleichstreffer. Scheiße. Ich mach das jetzt mal öfter, so ein bisschen aus der Distanz zu schießen. Junge, Junge, Junge. Komm, nimm den Ball. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Nein! Schaffen wir nicht, schaffen wir nicht. Kannst knicken. Nein! Wir hätten doch meinen Angriff noch verdient! Egal, immerhin haben wir noch einen Unentschieden rausgeholt. In der 90. Minute kriegen wir es tatsächlich noch hin, ey. Junge, Junge, Junge. Wir hatten wieder so geile Chancen und machen wirklich so gut wie keine rein. Ey, ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Wir machen die guten Chancen nicht rein. War als nächstes gegen Preußen Münster, ey. Egal. Wir haben das erste Mal eigentlich einen Dämpfer bekommen, sind nun auf Platz 2 dadurch runtergerutscht. Sandhausen ist noch vor uns, dann keine Pässe und Tordifferenz. Wir haben ja bis jetzt eine 7-1 Tordifferenz. Das heißt plus 6. Und auf jeden Fall, verabschiede ich mich und wir sehen uns dann beim nächsten Part gegen Preußen Münster.